Aus Gesprächen mit unseren Kunden könnte ich feststellen, dass der Einstieg in die Welt des Online-Verkaufs eine Verunsicherung darstellt. Der E-Commerce wird als Kostenfaktor und eine Art der Angeberei betrachtet. Das heißt, als solche unzusammenhängende Aktivität, die vielleicht effektiv ist, von denen man aber nicht weiß, ob die überhaupt sich auf den Umsatz auswirkt. Und wenn wir nicht wissen, ob sich etwas auf den Umsatz auswirkt, investieren wir ja zwangsläufig nicht. Ich habe mir die ehrgeizige Aufgabe gestellt, Ihnen zu zeigen, wie die E-Commerce-Aktivitäten den Umsatz beeinflussen und mit seinen Ergebnissen zusammenhängen. Ich möchte Sie gerne einladen, den Eco-Ogner-Stand auf der Nürnberger Messe zu besuchen. Die Messe findet von den 12. bis zum 15. Juli statt. Kommen Sie vorbei und wir unterhalten uns über E-Commerce.